Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Niflheim. Ich hatte vor 3, 4 Wochen ein erstes Gameplay dazu gemacht. Seitdem sind in dem Early Access einige Updates dazugekommen. Es ging sogar so weit, dass meine Games weg sind. Wahrscheinlich hatten die Programmierer so viel verändert, dass man neu anfangen muss. Und deswegen habe ich mir gedacht, dann machen wir gleich nochmal ein neues Let's Play, ein neues Gameplay mit der neuen Version und schauen, was gibt es hier Neues. Steigen wir auch gleich mal ein. Die erste Änderung, die wir hier sehen, man kann nicht nur hier diesen Bär spielen, nein, man kann jetzt auch eben die anderen Charaktere spielen. Ich persönlich spiele jetzt hier mal diesen Wolf. Und dann werden wir hier, wir haben früher einen Wikinger gespielt, wir werden heute mal einen, ja, spielen wir doch mal eine Walküre. Die Programmierer hinter dem Game sind immer recht bemüht. Es gibt eigentlich laufend Updates im Early Access. Was man hier merkt, ist, dass die Figur sich wesentlich schneller bewegt. Schauen wir mal hier hinein. Das sind noch immer die alten Dinge, wie hier die Kiste. Dieses Menü hier ist neu. Hier kann man in seine unterschiedlichen Kisten hineinsehen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Da muss man nicht mehr rüberlaufen. Schauen wir mal, was im Tresor sich befindet. Da hatten wir im ersten Game ja einen Helm. Gibt es hier ein eisernes Schwert. Meine eiserne Axt hat hier plus 15 Schaden, 20 Schaden, 15. Ja, das brauche ich dann eigentlich gar nicht. Gut, hier zum Bauen. Die Sägemühle benötigen wir 8 Zweige und zweimal Baustein. 8 Zweige und zweimal Baustein, das werden wir nämlich als erstes hier bauen. Und die Küche. Also wir brauchen Zweige, Holzstamm und Stein. Mal kurz schauen, ob ich meinen Charakter hier besser ausrüsten kann. Ja. Kann ich. Okay. Und hier die Erweiterung von meinem Zuhause benötigt auch Holzstamm und Zweige. Das ist wirklich ein netter Rabe. Der ist echt groß. Das ist fast so groß wie meine Figur hier. Hier brauchen wir noch Seile fürs Treibhaus. Dann schauen wir mal. Aus diesen Bäumen bekommen wir gut Holzstämme und Zweige heraus. Aber ich brauche noch Stein.
Stein und Seile werde ich brauchen. Ach, und schon habe ich ein Level up. Das Menü hier wurde auch verändert. Früher gab es hier Sterne, die man erweitern kann. Wow, was kommt hier? Seit wann kommen hier Skelette? Finde ich aber gut. Meines Wissens nach war man hier früher relativ safe draußen. Also hier gab es eigentlich keine Feinde, die jemanden, die mich bedrohen konnten. Das, was jetzt hier gewesen war mit zwei Skelette, finde ich eigentlich ganz gut. Es bringt ein bisschen Abwechslung. Das hier kommt mir auch irgendwie neu vor. Ich schau mal rein. Das war doch hier mit diesen Skeletten und mit dem großen Skelett dann, oder? Oh. Ja, so schnell stirbt man hier. Ich habe jetzt hier oben ehrlich gesagt auf diese Leiste geschaut. Hier waren früher meine Hitpunkte. Dabei sind die jetzt hier. Macht aber nichts. Es ist die Frage, ob mein Holz noch da ist und meine Zweige. Ja, alles gut. Also es scheint hier nicht so schlimm zu sein, dass man einmal stirbt. Der Fokus ist hier eher auf Bauen, Erkunden und den Charakter weiterentwickeln. Also ich habe 77 Hitpunkte und hier ist mein Essen. Was ist das? Minus 5, Sattheit, Widerstand. Okay. Tödliche Wunde. Das ist wahrscheinlich, wenn man gestorben ist. Ja, ist auch recht gut animiert, finde ich, hier mit dem Schnee und mit dem Hintergrund. Ich mag solche Grafiken ganz gerne. Ich brauche noch ein bisschen Stein. Ich glaube, Stein habe ich früher bei mir unten bekommen. Im Keller. Mal schauen. Oh, eine Ratte. Die hat mich verletzt. Oh, eine Spinne. Okay, und hier ist eine Kiste. Bier. Was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Hier unten war doch sicher irgendwie noch ein Monster. Hm. Mein Schwert hier wird auch langsam kaputt. Macht mal nichts. Ich tue jetzt hier mal mein Gebäude erweitern. Sieht doch schon besser aus. Dann schauen wir mal hier hinein. Ach genau, hier brauchen wir noch Stein. Und das hier die Schmiede. Auch Stein. Gut. Kann ich hier was essen? Hm.
Diplomatie. Ich glaube, ich muss einfach mal ins Bergwerk herunter. Es hilft nichts. Ich benötige ein bisschen Stein. Und ich muss hier diesen Debuff hier wegbekommen. Mal schauen, ob ich was kochen kann. Bohnenpüree, gegrillte Pilze. Jetzt das Bohnenpüree. Ach, hier habe ich noch eine Rüstung. Sehr gut. Hier ist das Bohnenpüree. Also Essen alleine reicht mal nicht. Ich kann hier Trank der Regeneration. Stärketrank, Steinhaut, Gesundheitstrank. Na gut. Ich gehe mal herunter und besorge mir ein bisschen Stein. Ist auch eine gute Zeichnung. Ich schau mal, ob ich das ein bisschen heller drehen kann für euch, weil bei mir sieht es ein bisschen dunkel aus. Sieht aber nicht so aus. Na gut. Schauen wir mal. Hier gibt es Kupfererz. Kupfererz ist sicherlich interessant. Aber ich brauche da hinten diesen Stein. Ich hoffe, dass es Stein ist und wahrscheinlich ist es aber Metall. Steinkohle. Okay. Das haben sich hier auch verändert, glaube ich, weil früher gab es hier Stein unten. Müssen wir unten suchen. Oder es gibt Stein nach wie vor draußen, weil man konnte manche Gegenden abbauen. Ach, ich schaue einfach nochmal raus. Einfach einen Tritt mit dem Bein. Das reicht.
mein Inventar voll. Ich benötige aber noch irgendwoher Stein. Ach, hier vielleicht. Oh, ein Wolf. Okay. Ja, Baustein erhalten, sehr gut. Und ich sehe da vorne auch noch Stein. Okay, das sollte dann eigentlich reichen. Ach, der ist ja cool, der U. Schaue ich noch kurz da rein. Die Hexenhöhle. Wasser des Todes. Ja, wenn wir schon mal da sind, dann können wir ja auch einen erstellen. So. Dann schauen wir jetzt mal hier rüber. Das können wir jetzt sicher schon bauen. Eine Sägemühle. Hier können wir jetzt Hacken und eine Reisigfalle bauen. Die brauche ich auch. Wenn ich mir dann nämlich ein Huhn hole, dass ich mir Eier holen kann. Okay. Mein Inventar ist voll. Schauen wir mal, ob wir es abgeben können. Hier diese ganzen Gewürze rüber. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Dann habe ich hier gesehen, dass ich ein Schild habe. Das ist auch sicher wichtig. Dann sollte ich doch hier ist das die Alchemiestelle, ja. Die braucht noch zwei Bretter, die kann ich schon erstellen. Ist da etwas? Was kommt denn da raus? Oh. Ja, dem geht's nicht mehr gut. Mit einem Zettel. Schauen wir mal. Vertraue nicht den Priestern. Okay.
machen wir nicht. Vielen Dank für die Warnung. Hier brauchen wir noch zwei Bretter. Können wir hier was kochen? Ja, die Bohnensuppe schmeckt doch allen. Dann stelle ich mal noch zwei Bretter her. Okay. Und hier die Schmiede. Perfekt. Dann schauen wir mal. Einen Knochenharnisch könnte ich bauen. Kupferbahn. Das machen wir jetzt mal. Also zwei Kupfererze und einmal Steinkohle ergibt einen Kupferbahn. Und dann kann ich mir hier einen Kupfergürtel bauen. Schauen wir mal. Die Frage ist, ob ich das reparieren kann, hier dieses Schwert. Wenn ich mir was anderes erstellen möchte. Fackel brauche ich noch, ein Harz, dann sehe ich unten noch mehr. Kupferhelm brauche ich, Hasenfell. Brauche ich ein bisschen Hasenfell, dann kann ich mir eine komplette Kupferrüstung bauen. Warum auch nicht? Die Frage ist jetzt wirklich nur, wie ich mir etwas repariere. Aber jetzt können wir uns drüben jetzt den Alchemiestelle bauen. Vielleicht können wir da was Gutes herstellen. Ach, jetzt fehlt mir noch ein Stein. Macht alles nichts. Schauen wir noch schnell, ob ich hier einen Pfeil kann ich auf Fernkampf legen und Pfeile hier hinein. Ich kann ja hier mit R und mit C. Ja, mit der Taste R wechsle ich die Waffen. Bei den Pfeil und Bogen könnte ich vielleicht bald mal brauchen. Mal schauen. Wenn ich nämlich jetzt dann Hasen jage, weil ich brauche Hasenfell. Ultimate der Priester des Todes. Was wollen die von mir? Ich sollte ihnen Holz bringen und wohin soll ich es dann bringen? Falls nicht, werden wir dich zerstören. Das klingt nicht gut. Ausführen. Okay. Man muss ja den Priestern Tribut zahlen, wahrscheinlich regelmäßig und oft. Dieses Skelett, was ich rausgezogen habe, das hat ja einen Zettel in der Hand gehalten, in der Knochenhand.
Es hat mich vor den Priestern gewarnt. Wahrscheinlich sind das sowas wie Endgegner. Derweil tun sie mir nichts. Aber ich muss mich mit ihnen sicher noch auseinandersetzen. So, da vorne ist ein Wolf, Pfeil und Bogen. Hier ist ein Hase. Verdammt. Da ist er wieder. Perfekt. Zweimal Hasenfell. Das reicht nicht wirklich. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Tempelstadt. Kaufladen. Benutze die Portale für den schnellen Übergang zwischen deinem Verlies und den Werkstätten. Okay. Kann ich mir eine Fackel kaufen? Kann ich hier auch etwas verkaufen? Also viel Geld bringt es nicht. Die Knochen bringen 2. Ansonsten das Schild würde 5 bringen. Sonst ist es relativ überschaubar. Dann können wir es eigentlich auch hier schon wieder gut sein lassen. Wie komme ich hier raus? Escape ist es mal nicht. Tja. Hallo? Ich würde gerne wieder gehen. M. Man muss die Taste M drücken. Okay. Was ist hier? Oh, das sieht auch nicht schlecht aus. Drachenerweckung. Kostet 1000 Gold, 2 Schafe und einen Drachenhahn her. Naja, brauche ich derweil nicht den Drachen. Die Frage, bin ich jetzt schon wieder in meinem Bereich? Ich denke nicht. Ich glaube, das hier ist das Gebiet von einem anderen Charakter, vom Bären. Wo ist der Hase jetzt hin? Abgehauen.
Hier würde dann das Haus von dem anderen Charakter stehen. Nehmen wir hier den Stein noch mit. Sollten mal was essen. Nochmal Stein. Das ging eigentlich relativ gut, muss ich sagen. Eigentlich möchte ich gern wieder zurück zu meinem Ort. Das war der Wolf. Ja, von der Gegend her passt das gut. Das bin jetzt wieder ich. Ups. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Entschuldigung, ich muss ja kurz weg. Na gut, dann werden wir hier jetzt noch die bessere Rüstung anziehen. Ich habe hier Handschuhe bekommen und einen Harnisch. Und dann würde ich mal sagen, wir haben wieder gut unsere 33 Minuten miteinander gezockt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen, Leute. Vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, freue ich mich über das Glockensymbol neben dem Abo. Bei Fragen, Anregungen und Kritiken unten bitte in die Kommentare hinein. Ich lese mir alles durch und versuche natürlich zum Antworten. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.